Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, sitze ich gerade im Auto und ich dachte mir, ich muss mal wieder ein Video drehen. Deshalb mache ich das heute vom Auto aus. Und zwar dachte ich, ich mache mal, ganz bescheuert, ein What's in my bag Video, weil was Besseres gibt es gerade nicht zu tun. Und ich sitze hier 2 Stunden und ich denke, das ist immer ganz lustig zu sehen. Und ich wurde da auch schon öfter gefragt, was da so drin ist in meiner Tasche. Und deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Ja, ein Teil, was in meiner Tasche drin ist, ist mein Handy, das ich aber gerade in der Hand habe. Deshalb kann ich euch das nicht zeigen. Das habe ich immer in dieser Hülle drin von Liebeskind Berlin. Und was auch nicht mit drin ist, die Sonnenbrille. Das ist meine Lieblingssonnenbrille, die Minimal Baroque von Prada, die in dieser Hülle hausen darf. Nichts Spannendes. Als nächstes Geldbeutel, weil vielleicht gibt es heute noch ein Eis, weil es ist nämlich so ein schönes Wetter. Könnt ihr das sehen, wie schön? Hier super sonnig. Oh Gott, das sieht man wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich muss mir das nachher anschauen. Oh Gott. Ja, also Geldbeutel. Wer hat ihn nicht dabei? Es ist wirklich nicht spektakulär, aber man macht sowas ja immer mal gerne. Dann habe ich hier so ein kleines Kosmetiktäschchen, wo immer so ziemlich alles mit drin ist, was ich brauche. Es wird jetzt spannend, das mit Sachen so oft zu machen. Puh. Also ihr seht, hier das ist zum Beispiel ein Spiegel von Rouge Bonnie Rouge. Und dann habe ich immer Handcreme mit dabei. Dann diverse Tabletten für Notfälle, Aspirin, alles Mögliche. Eine Feile. Hier. Oh Gott, das geht mit einer Hand nicht so leicht. Ich glaube, ich gebe das auf. Hier, ihr könnt ja nochmal reinsehen. Ist wirklich nicht spannend. Nächstes Teil. Ich muss hier kurz ablegen. Dann haben wir natürlich unablässliches Teil. Ladegerät. Weil ich es irgendwie immer schaffe, mein Handy leer zu machen. Das ist dann der Tod für jeden Blogger, Twitterer, sonst was. Alles ganz schrecklich ohne. Ja, und dann haben wir eigentlich, bevor wir zu meinen Diabetes-Sachen kommen, die wirklich nicht spannend sind für euch, einmal Lipgloss. Das ist der, den ich heute trage. Von Rouge Bunny Rouge. Das ist einer von den glasigen Glossen. Glassy Gloss. Heißt Sweet Soufflé. Ich weiß leider nicht, wie auf Deutsch heißt. Und dann trage ich auf den Augen noch, das habe ich zur Not mal mitgenommen, weil ich das momentan ausprobiere. Das ist ein Eye-Gloss. Aber ich glaube, das fokussiert hier eh nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Handy läuft. Das ist mein erstes Handy-Video. Das ist einfach Eye-Gloss Angel's Play, auch von Rouge Bunny Rouge. Funktioniert bisher ganz gut. Ich habe die Sonnenbrille nur noch nicht abgenommen. Schau mal hier. Es siffelt. Aber man sieht es gerade nicht. Also auf jeden Fall ist es noch feucht. Gut, ansonsten, wie gesagt, hier, das ist mein Messgerät, weil ich schon öfter mal gefragt wurde, was das hier ist, wenn ich dann so Bilder poste. Das ist mein Blutzuckermessgerät. Dann habe ich natürlich mein Insulin dabei, weil ich ja immer noch keine Pumpe haben darf. Hier, das rufe ich das mal auf. Manche finden das wirklich spannend, ich weiß nicht wieso. Hier bei mir sieht das so aus. Das sind die Spritzdinge und hier der Pen. Aber wirklich, ich glaube nicht, dass das überhaupt wirklich jemanden so arg interessieren könnte. Und ja, dann habe ich noch für später noch die andere Spritze mit dabei. Und das wäre es eigentlich auch schon. Nein, Moment. Bonbons. Für den Notfall. Ja, okay. Sonnenbrille rutscht dauernd, wenn ich runterschaue. Das wäre mein erstes Handyvideo. Ich schaffe sogar 5 Minuten damit voll zu labern. Und falls ihr euch fragt, was ich heute anhabe, das kommt noch in einem Outfit-Post, falls ich das Video heute hochlade. Ansonsten ist es andersrum, dann verlinke ich euch das natürlich. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Montag, denn heute ist Montag. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag, einen sonnigen Tag und ihr genießt dieses wunderbare Wetter. Und in diesem Sinne, macht's gut!